Moin Leute, Moin. Herzlich willkommen auf unser Kanal Mathe leicht gemacht. Wir starten in diesem Video eine absolut grundlegende Playlist, die ist so wichtig. Alles, was jetzt in den folgenden Jahren auf euch zukommen wird, wird darauf aufbauen. Lineare Funktionen sind. In diesem Video werden wir uns einmal eine Wertetabelle angucken und so eine Zeichnung dazu nennt sich auch Graph. Das Ganze erklären wir mal an so einem kleinen Beispiel. Genau, ihr seht hier, Tom möchte mit dem Taxi fahren 5 Kilometer. Und der Grundpreis liegt bei 3 Euro. Also wenn du einsteigst, musst du gleich 3 Euro zahlen. Das kennt ihr vielleicht. Und für jeden weiteren Kilometer muss man 2,50 Euro zahlen. Wie viel muss er jetzt zahlen? Kann man sich überlegen. Er muss halt 5 Kilometer mal 2,50 zahlen. Und dann muss er noch diese 3 Euro on top zahlen. Ja? Plus 3, die muss er immer zahlen. Dann sind wir bei 15,50 Euro. Ist noch recht easy, ne? Ist ja auch ein Einstieg. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, was passiert, wenn er 12 Kilometer fahren will, 18 oder 32? Da kann man sich jetzt eine Wertetabelle anlegen, so nennt man das. Ja? Das heißt, kann man mal eingeben, bei 12 Kilometer, was ändert sich? Es ändert sich nur dieser Wert. Ich muss immer 2,50 Euro mit der Kilometeranzahl multiplizieren. Ja? Und am Ende plus 3 rechnen. Und bin bei 12 Kilometern bei 33 Euro. Bitte könnt ihr hier eine Tabelle machen, das nennt man eine Wertetabelle. 12 Kilometer, 33 Euro. Das, den ganzen Spaß kann man auch weiterführen. Mit 18 Kilometer zahlt es dann 48 Euro oder mit 32 Kilometern zahlt es dann 83 Euro. Genau. Wollen wir erstmal unsere Wertetabelle vervollständigen. Diesen ganzen Spaß können wir jetzt in so ein Koordinatensystem eintragen. Haben wir aber so eine zwei Achsen. Einmal die Achse, die nach rechts geht. Später nennt man sie auch X-Achse. Hier tragen wir die Entfernung in Kilometern auf. Die Achse, auf die Achse, die nach oben geht, da tragen wir den Preis auf. Das ist die Y-Achse, so wird sie auch später genannt. Und jetzt können wir mal gucken. Bei 12 Kilometern hat er einen Preis von 33 Euro. Gehen wir den Spaß mal ab. 12 Kilometer ist ungefähr hier und er zahlt 33 Euro. Machen wir da, wo die beiden sich schneiden, so ein X hin, so einen kleinen Punkt mal allein. Das Ganze machen wir für 18 Kilometer auch nochmal. 18 Kilometer und da zahlt er 48 Euro. Wichtig ist, ich gehe den ersten Wert sozusagen nach rechts und den zweiten Wert gehe ich nach oben und da mache ich erst das Kreuz. Ja? Und genau denselben Spaß machen wir nochmal mit 32 Kilometern. Und ihr seht schon, die ganzen kann man verbinden, die drei Punkte. Die liegen auf einer Geraden. Das ist ein ganz wichtiges Wort. Ja? Die liegen alle auf einer Geraden. So, Gerade ist halt das Gegenteil von Kurve. Also es geht gerade durch und ihr seht, es geht bis hier unten und kann man eigentlich immer so weiterzeichnen. Und das ist ganz typisch für alle linearen Funktionen, das sind alles Geraden. Ja. Das ist noch recht dankbar und das ist sozusagen jetzt der Anfang und ihr werdet ihr sehen, die nächsten Videos bauen alle darauf auf. Genau, was ist der häufigste Fehler? Die meisten verstehen nicht, dass es einen Grundpreis oder einen Anfangswert gibt. In diesem Fall waren das hier 3 Euro. Genau. Wenn ihr, vielleicht habt ihr schon mal was von Zuordnung gehört, habt ihr das Thema wahrscheinlich schon mal gehabt, da geht das immer im Koordinatenursprung los, also bei 0, jetzt kann es auch höher oder tiefer starten. Ja, ihr seht, diese 3 Euro heißen, es gibt hier einen Startwert. Hier unten, er startet nicht bei 0, sondern hat schon am Anfang einen gewissen Wert. Das ist der häufigste Fehler. Genau. Und in den nächsten Videos, was schauen wir uns an? Funktionsgleichung, mega wichtig. Genau. Also bis gleich, ne? Ciao. Ciao.